Ja, und da sind wir auch schon gleich wieder bei der zweiten Folge. Und bei mir dabei natürlich immer noch der Stefan, auch bekannt als Herr O. Hallöchen. Und der Yannick von den Playboys. Servus. Und wir sind immer noch beim spannenden Thema Zombies, der tote Trend. Und da möchte ich auch wieder einsteigen, diesmal mehr in Richtung Videos und Filme. Wir haben ja letztes Mal sehr über, ich sag mal, den Zombie an sich gesprochen. Und jetzt würde ich doch mal gerne wissen, wie denn eher so eure Spieleerfahrungen sind zu diesem Spiel, zu diesem Thema. Weil es gibt ja doch einige Spiele bzw. Games, die relativ Meilensteine gesetzt haben, wo man auch sich so ein bisschen gedacht hat, so muss ein Zombie-Spiel sein. Welche Erfahrungen habt ihr denn da so gehabt? Ich fange mal bei Yannick an. Also das Spiel, was mir direkt einfällt, wenn ich das Wort Zombie höre, ist, daher ist auch schon wirklich sehr lange existiert, Resident Evil. Da hat man mittlerweile wirklich eine große Vielfalt an Zombies beziehungsweise ähnlichen Monstern. Und ich habe damit recht früh angefangen zu zocken. Und ja, das war früher schon, da waren sogar früher schon die langsamen Zombies unheimlich, weil Zombies verkörpern irgendwie so das große Unbekannte und als fast noch Kind, sage ich mal, ist das schon ein Stück gruseliger als heutzutage, wenn dann da so einer entlang geschlauft kommt, denkt man sich, ach, ist Ach, halt das früher so. Altenheim ist wieder Ja, auf, ja. genau. Aber stimmt, bei den alten Spielen war es ja dann vor allem auch noch so, dass du die Kameraperspektive auch kaum ändern konntest. Das heißt, dass die auch meistens mal unerwartet aus irgendwelchen Ecken hervorkommen konnten. Genau, das war ein Punkt, der mich mit am meisten gestört hat früher. Es wurde teilweise durch undurchdachte Kameraführung relativ hektisch. Wobei es dann bei heutigen Spielen wahrscheinlich in der gleichen Situation nicht so hektisch geworden wäre. Aber das hat sich ja bis heute ziemlich geändert. Und ja. Also bei dir wäre es jetzt tatsächlich Resident Evil eigentlich schon, ja, eigentlich schon eins der ältesten Zombie-Spiele, die es so gibt, glaube ich, ne? Also zumindest Ja. eine der ältesten Spielereien, was Zombies angeht. Genau, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann der erste Teil herauskam. Es gibt ja mittlerweile auch 8, 9 Teile, ich weiß nicht genau. Und gut, momentan ist das ziemlich in, vor allem mit den ganzen Survivor-Spielen, die ja auch Ja, primär also um Zombies handeln. genau, wir hatten seit 2008 haben wir eigentlich einen ziemlichen Zombie-Boom. Darauf können wir aber gleich nochmal zur Sprache kommen. Da habe ich mir nämlich auch schon ein paar Sachen überlegt. Und Herr O, beziehungsweise Stefan, was hat denn für dich das beste Zombie-Game ausgemacht? Also welches würde für dich jetzt das Zombie-Game sein und warum? Das ist eine gute Frage, die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil so viele wirklich gute Zombie-Spiele gibt es eigentlich gar nicht. Die sind meistens so ein bisschen lala. Resident Evil ist natürlich eine schöne Reihe, ne, die am Anfang halt toll war und hinterher dann auch so ein bisschen angefangen hat zu schwächeln. Aber so, ich finde das relativ klasse. Das ist jetzt leider hier auch indiziert schon. Das ist ja ein großes Problem bei Zombie-Titeln. Die Genau kriegt daher man möchte ich hier hier halt. noch mal kurz einwerfen, dass es keine Kaufempfehlung, dass wir hier gerade machen. Richtig. Vielleicht sollten wir. Ich habe auch gar nicht gesagt, wie das Spiel heißt. Also dieses Spiel, was jetzt neu rausgekommen ist, und auch von den Entwicklern des anderen indizierten Spiels ist. Verrückt. Ja, also das finde ich halt von der Machart halt ganz, ganz nett gemacht, ne? Dadurch, dass man so ein bisschen mehr der Parkourläufer ist und sich möglichst fernhalten sollte von den Zombies. Und nicht so ein typisches alles kaputt kloppen Spiel. Vom Prinzip her sind eigentlich die Spiele nett, wo man halt auch mit wirklich echten Problemen zu kämpfen hat, ne? Munitionsknappheit, wo man
aufpassen muss, dass man diesen überstarken Zombie dann nicht unbedingt auf sich aufmerksam macht und versucht, die zu umgehen. Das sind halt so ein bisschen die interessanteren Titel als die, wo man dann mit einem Kettensägenteil irgendwie da durch die Zombie-Massen durchplästert und alles umbringt, was nicht schnell genug weg ist, ne? Also da finde ich das schon interessanter, also diesen neuen Titel. Genau, und wo du das gerade nämlich auch schon ansprichst, es gibt ja mittlerweile echt massig viele, ich sag mal, eine ganz große Bandbreite an Zombie-Spielen. Vorher war es ja eher so immer so ein bisschen Richtung Horror und so weiter. Und mittlerweile, geht das ja richtig ab von dem klassischen Horror natürlich, über diese Survival-Ecke, bis hin zu, ich sag mal, Spielen wie Plants vs. Zombies oder Dead Rising, wo der Zombie eigentlich jetzt nur noch so, ich sag mal, so eine Spaßgestalt ist. Ja, ich meine, Zombie ist halt der Trendbegriff momentan irgendwie in diesem Horrorbereich, ne? Und da wird halt en masse produziert. Dann gibt's dann von der Simulation richtig, ne? So ein Project Zomboid, wenn man das mal nimmt, was mit recht einfacher Grafik ist, aber wo man wirklich jedes kleinste Detail irgendwie beachten muss, wo man jeden Schrank durchsuchen muss. Und wenn man sich was zu essen machen möchte, dann muss man den Herd anstellen. Man muss die Zutat, die man da hat, mit anderen Zutaten vermischen, in einen Topf tun, den Topf auf den Herd stellen, kochen lassen und das dann wieder vom Herd nehmen. Also das ist dann schon überdetailliert alles, ne? Bis hin zum Platten-Slasher und halt auch so Wenn die. es dann noch anbrennen kann, dann würde ich diese Apokalypse wahrscheinlich nicht überleben. Ich glaube, das geht schon, ja. Also, wenn man Wasser anbrennen lässt, dann ist man da sowieso nicht gut bedient. Ja, aber gibt's dann halt auch im Mainstream dann halt viel, wie du sagtest hier, Plants vs. Zombies, was dann schon so eine kinderfreundliche Version von Zombies ist, ne, die mehr so ins Lustige geht. Aber ja, Survival Games sind halt groß dabei, ne? Wir haben DayZ und State of Decay und das neue von Sony, das H1Z1, ne, was auch genau in die Richtung geht. Und das ist einfach, ich weiß nicht, wann der Trend mal abebbt, aber momentan ist er halt immer noch gut dabei. Genau, und wie schon gesagt, die sind ja eigentlich so, um 2008 hat das bei den Spielen wirklich groß angefangen, also wirklich so, als hier, ich sag mal, so ein bisschen die Wirtschaftsdepression angefangen hat, kamen plötzlich die ganzen Zombie-Spiele raus. Andersrum war es dann bei den Filmen, die haben tatsächlich so, 2000, 2001 angefangen. Also ungefähr so, als hier World Trade Center und so weiter passierte. Wahrscheinlich ist es reiner Zufall und das ist alles großes Hirngespinst, aber ich glaube, irgendwo werden Zombie-Filme auch ein bisschen zur Verarbeitung genutzt. Man nutzt sie irgendwie als Metapher für andere Dinge. Oder man erschafft sich eben ein, ich sag mal, ein Feind, mit dem man generell so wenig verbindet. Ja, der Zombie fordert allein ja schon durch seine Anwesenheit oder sein Existieren diverse Institutionen, sage ich mal zum Beispiel Regierungen, Militär, die Bevölkerung, ohne dass er eigentlich irgendwas Bestimmtes macht. Sobald der auftritt, herrscht Chaos. Und das kann vielleicht auch so als Bild dann für irgendwelche Probleme der Bevölkerung benutzt werden. Der ist halt auch ein schön neutraler Feind, ne? Also das ist ein Jedermann. Jeder kann zum Zombie werden und der hat keine politischen Absichten. Der hat eigentlich überhaupt keine Absicht, außer dich zu fressen. Und von Genau, daher ist es dann auch nicht problematisch, den dann um die Ecke zu bringen. also man kann bei ihm immer schön sagen, er hat keine Gründe, er ist einfach nur Gefahr. Genau. Richtig. Und da sind immer für mich dann immer so die Frage, stelle ich mir manchmal so, wenn ich so ein Spiel sehe wie DayZ und so weiter, sind diese Zombies dann eigentlich noch Menschen? Weil an sich sehen sie ja noch total menschlich aus und sie laufen ja auch noch auf zwei Beinen und alles. Aber trotzdem sind das wirklich dann noch Menschen oder werden sie wirklich dann als Kreaturen angesehen?
vom Also Spieler. Menschen sind die definitiv nicht mehr, ne? Ich meine, also in den Fällen sind sie ja tot gewesen und wiederbelebt worden, ne? Mit Grundinstinkten. Also von daher ist da eigentlich nichts Menschliches mehr dran. Ja, der Meinung bin ich eigentlich auch, weil zum Mensch gehört irgendwie auch dieses Bewusstsein, sich einzugliedern und zu wissen, was man so ist, einfach. Und dem Zombie fehlt ja vollkommen dieses Bewusstsein. Ja, man kennt es aber auch in vielen Serien. Ich glaube, es war sogar in Walking Dead nochmal auf dieser Farm von Herschel. Da hatten sie ja ihre Gebissenen auch alle hinterher in der Scheune eingesperrt. Sorry, wenn ich jetzt jemanden spoilere, aber das ist Staffel 2, das sollte man mittlerweile nachgeholt haben. Da war es dann eben auch so, dass die alle eingesperrt haben, weil sie eben gedacht haben, das sind halt noch Menschen und die könnte man vielleicht hinterher wieder, wenn es eine Heilung gibt, dann hinterher alle wieder heilen. Ja, das war ja ein bisschen Irrglauben von Herschel, ne? Also das ein sehr religiöser Mann, ne, der halt dran geglaubt hat, dass die wirklich einfach nur krank sind, ne, und auch nicht wirklich mitbekommen hat, wie die gestorben sind und wie die andere gefressen haben, sondern einfach nur diese Zombies an sich gesehen hat. Ja, das war halt schon wirklich eher verwirrt, das Ganze, ne? Bei so einem Zombie-Virus, bei einem Virus-Zombie, andersrum, da ist dann natürlich die Frage, ob man die Leute da noch heilen kann, ne? Weil die ja eigentlich schon noch, ja, mehr menschlich sind. Die sind zwar auch sehr durch diesen Fresstrieb getrieben, Aber die sind halt nicht schon mal tot gewesen. aber eben genau, dass die leben noch und sind vom Prinzip her ja nur krank und durch diese Krankheit verwirrt. Ne, da ist dann schon eher noch die Möglichkeit, den vielleicht dann auch zu heilen. Aber wenn man nichts hat für den Virus, ne, und die Leute nicht lang genug überleben oder halt zu viel Chaos stiften, ja gut, was will man machen dann, ne? Also. Was ich immer sehr interessant finde, dass die Epidemie der Zombies beziehungsweise dieser Viren meistens auch durch Menschenhand ausgelöst wurde. Also das könnte eventuell auch so ein Kritikpunkt dann an der Gesellschaft sein, dass der Mensch in der Lage ist, sich selbst zu vernichten. Beispielsweise The Walking Dead wurde ja dann irgendwann bekannt, dass wirklich jeder irgendwie durch die Luft diesen Virus hat und der nur durch den Tod aktiviert wird. Also es gibt gar nicht diese Zombie. Es gibt zwar diese Zombie-Direkt-Infektion, wenn die gebissen werden, dann schnell, aber trotzdem werden sie auch Zombies, wenn sie nicht gebissen werden und einfach nur sterben. Genau, das war ja sowohl im Film als auch im Spiel. Aber dass das jetzt von Menschenhand gemacht wurde, war mir jetzt persönlich neu. Da habe ich wohl mal nicht aufgepasst. Da habe ich dann, glaube ich, auch nicht aufgepasst, weil wo der Virus herkommt, das weiß ja eigentlich so noch keiner. Aber der Zombie-Biss selber, der sorgt ja auch nur für einen raschen Tod, die Infektion, und nicht für die Übertragung. Genau. Ja, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich da weitermachen wollte. Ich hatte gerade einen schönen Übergang davor. Wo waren wir jetzt? Ach ja, die Zombies. Aber ist es nicht auch so, dass man mit diesen Zombies auch so ein bisschen eine schöne Reflexion auf die Menschen hat? Also ich sehe zum Beispiel immer, wenn ich DayZ und sowas angucke, dass ich da mit Menschen eigentlich lieber nichts zu tun haben möchte. Da sind normalerweise ja die Zombies doch eher die weniger gefährlichen Gegner. Ja, Also das ist in. wenn du dir jetzt so generell diese Survival Games mit Zombies anguckst, ist es normalerweise wirklich so, dass Zombies kannst du irgendwie so ein bisschen beherrschen, du weißt ungefähr, wie die ticken, aber wenn du einem Spieler über den Weg läufst, hast du normalerweise doch eher Probleme, weil die wenigsten mittlerweile freundlich gesinnt sind. Ja, das sieht man auch in Filmen, ne? Nicht nur in den Spielen, dass dann halt die menschlichen Gegner immer so ein bisschen einem dann die Vorräte abnehmen wollen und deine Frauen vergewaltigen und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, das ist nicht so wirklich realistisch. Im Spiel, wenn du so ein MMO hast, wo dann wirklich auch andere Mitspieler sind,
Ja, die haben da die Möglichkeit, sich anonym irgendwie auszuleben und dir das Leben schwer zu machen, weil das ja viel mehr Spaß macht, als irgendwie da die Zombies zu verfolgen, ne? Und sich selbst das Leben schwer zu machen. Dann macht man es dann lieber anderen schwer. Da kommt dann so eher die, ja, wie soll ich sagen, die sadistische Ader irgendwie mancher Leute raus. Aber ich glaube, in einer richtigen Apokalypse wird das anders aussehen. Wäre man doch schon ein bisschen mehr darauf aus, sich zu helfen. Klar wird es dann auch immer die Leute geben, die plündern und Vorräte klauen wollen. Aber grundsätzlich gilt ja erstmal, wenn wir zusammenarbeiten, haben wir größere Chancen zu überleben. Und das ist eigentlich auch das, was ich persönlich immer wieder denke bei solchen Sachen. Die Leute haben quasi in diesen Survival Games zu wenig zu verlieren in dem Sinne. Und zu viel Langeweile. Und deswegen funktioniert dieses ganze Survival überhaupt nicht. Weil du dir einfach denkst, ja, dann töte ich die einfach, weil wenn ich sterbe, komme ich ja einfach neu in diese Welt rein. Aber in einer richtigen Apokalypse wäre es wirklich, glaube ich, so, dass die Leute sich wirklich zusammentun könnten. Anders als jetzt in diesen ganzen Survivals, wie sie jetzt alle heißen, hier DayZ und WarZ war ja auch noch da, H1Z1 oder Hitzi, wie ich es immer nenne. Ja, und deswegen glaube ich, dass man dort quasi nur noch die Leute sieht, die quasi nur noch ein Deathmatch machen. Und das Ganze nicht mehr so realistisch ist, wie es hätte sein können. Richtig. Also ich würde es auch lieber sehen, wenn sich da Siedlungen bilden, ne, und man tatsächlich mal irgendwie versucht, die Gesellschaft wiederherzustellen, anstatt sich da gegenseitig zu bekriegen. Weil das ist einfach, da sind dann halt viele 14-Jährige irgendwie drinne, ne, die in der Schule gerade nicht so klarkommen und einen Hass auf andere haben und sich dann da irgendwo so ein bisschen ausleben. Weil es stecken einfach keine Konsequenzen dahinter. Klar, verliert man dann alles, wenn man stirbt. Aber hey, das ist immer noch ein Spiel, ne? Und das ist einfach was komplett anderes, als wenn ich hier draußen wirklich um mein Überleben kämpfen muss, ne? Zumal die Jungs und Mädels da, glaube ich, sowieso nicht weit kommen würden, weil ohne Internet und ohne Handy, ja, und ohne Mutti, die dann auch abends schön was auf den Tisch stellt, dann wird da sowieso nicht viel passieren bei denen. Was aber auch meistens das Problem ist, dass, ich sag mal so, jeder möchte ja in einem Spiel ein bisschen Action haben. Und ich finde, die Zombies sind einfach nicht in der Lage, diesen Gegner zu bieten, sozusagen. Zum Beispiel in H1Z1 gibt es erstens viel zu wenige davon und zweitens sind sie viel zu schwach, also sie stellen keine Gefahr dar. Und warum sollte man sich dann mit anderen Spielern, wo man die Gefahr hat, dass vielleicht einer dann jemanden betrügt, sich zusammentun, um Zombies zu bekämpfen, die man auch alleine bekämpfen kann? Dann müsste eben diese Zombie-KI ein bisschen hochgeschraubt werden, finde ich. Du meinst also, wenn man jetzt mehr und schwerere Zombies in diese Welten mit einfügt, die vielleicht auch nicht immer so eine normale Routine haben, dass dann dieses ganze Deathmatch-Spektakel dort ein bisschen in Grenzen gehalten werden würde? Dieses Spektakel an sich wird man nie in Grenzen halten können, weil es immer diese Art von Spieler gibt, die genau das sucht, um damit aus dem RL, sage ich mal, Schwächen auszugleichen oder sich zu beweisen, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall vielleicht ein bisschen helfen für die Leute, die das wirklich vorhaben zu machen, wenn es eben dann einen gemeinsamen Gegner gibt, der zusammenschweißt und nicht einfach, ja, dieses vor sich hin vegetieren dann ist. Ja, ich persönlich fand ja schon den Ansatz von, Moment, State of Decay richtig gut, wo man sich ja quasi dann mit Gruppen dann zusammengetan hatte und dann ab und zu auch irgendwelche Aktionen hatte, weil da irgendwelche großen Zombies kamen oder man irgendwelche Vorräte brauchte und alles. Und ich meine, tatsächlich hatten die es früher mal vor, das zu einem Multiplayer zu machen. Und ich glaube, da hätten sie vielleicht auch was Vernünftigeres in dem Sinne kriegen können, als jetzt, wie gesagt, DayZ oder WarZ. H1Z1 habe ich persönlich ja jetzt nicht so oft gespielt. Da kann ich noch nicht so viel sagen. Ja, ich meine, es
Es fällt, lebt und fällt halt irgendwie immer mit den Spielern, ne? Wenn du wirklich so eine offene Welt hast, wo du eigentlich alles machen kannst, was du möchtest, dann kannst du das kaum eingrenzen. Ne? Bei einem Einzelplayer-Spiel, da geht das dann, weil du die Leute irgendwie führen kannst, ne? Obwohl alles halt mehr in diese Open-World-Geschichte geht. Und da macht man dann halt auch nicht alles. Aber früher war das eben, wäre das halt viel einfacher gewesen, dass die Leute dann auch so ein bisschen zu führen. Aber wenn die wirklich alles machen können, dann passiert da das, was die Spieler machen. Ne, da hast du dann als Entwickler keinen wirklichen Einfluss mehr drauf. Außer du machst dann mal so irgendwelche Events, so wie, hey, jetzt sind 50 Leute aus deinem Camp sind infiziert und ihr sterbt alle und dann müsst ihr nochmal neu anfangen und keine Ahnung. Naja, aber ich glaube, wenn man jetzt als Entwickler wirklich mal versucht, die Spieler so einzugrenzen, dann ist das auch nichts. Also es muss ja wirklich, eigentlich dann liegt es ja schon an der Spielermentalität, wie das Spiel sich entwickelt. Jo, ich meine, man merkt's ja, ne? Heutzutage ist ja jedes Spiel irgendwie Multiplayer und über Internet, ne? So wirkliche Einzelspielertitel, wo man mal 100 Stunden irgendwie dran sitzen kann, wie früher, die gibt's ja heute gar nicht mehr, ne? Wenn du hast dann die Es ganzen gibt zumindest nur noch sehr First-Person-Shooter. wenige. Ja. Also es gibt zwar noch die ein oder zwei, aber es gibt halt nicht mehr so viele. Ja, aber da wirst du dann auch nur so durch tägliche Routine irgendwie dran gehalten, ne? Indem du dann Daily Quests oder so ein Quatsch irgendwie machst, wo du eigentlich immer das Gleiche machst, ne? Oder Far Cry, wo du dann das 100. Camp irgendwie einnimmst. Das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr und es ist keine wirkliche Herausforderung. Ne? Aber früher waren die Spiele halt so ausgelegt, dass die dann auch Story für diese ganze Zeit hatten. Und das findet heute gar nicht mehr so statt. Ne? Du hast dann diese ganzen Ballerspiele, wo die Leute dann wo du dann in 4 Stunden durch die Einzelspielerkampagne durch bist, ne, und dann nur noch Multiplayer. So, und darauf sind die Leute geeicht. Und wenn du dann ein Multiplayer-Spiel hast, wo du auch wirklich gegen andere Leute spielen kannst, ja, dann passiert das auch. Das Einzige, was sie vielleicht machen könnten, wie jetzt zum Beispiel bei einem World of Warcraft, ist auch ein MMO, und du hast Server, wo du Player versus Player spielen kannst oder auch nur Player versus Environment. Da kann dir dann ein anderer Spieler gar nichts tun. Vielleicht würde es das dann einfacher machen, wenn du gar nicht Spieler gegen Spieler machen könntest. Aber ich glaube, bei so einer Zombie-Apokalypse ist das Ja, eher uninteressant ich dann. glaube, dann gehört das aber irgendwo auch wieder dazu, zumindest so zum Spielerischen, weil es gibt ja auch ab und zu mal unterschiedliche Gruppen. Aber es ist, ja, bei mir ging es dann eher so darum, dass es mittlerweile wirklich nur noch so ist, dass man sich für jeglichen Spieler auf solchen Plattformen eigentlich hüten muss, weil der immer sofort vielleicht friendly sagt, aber dann sofort eine Shotgun in der Hand hat. Aber klar, natürlich muss man irgendwo auch die unterschiedlichen Gruppen berücksichtigen. Es gibt immer mal ein paar Leute, die sich um Gebiet streiten oder so. Aber ich wollte jetzt gar nicht auch so groß darauf rumtrampeln jetzt. Würde aber ganz gerne nochmal schnell bei diesem Hype nochmal über eine Sache reden. Und zwar gibt es doch tatsächlich mittlerweile sogar, ich sag mal, den ersten Film, der so in Richtung Twilight geht mit Zombies. Vielleicht kennt ihn ja der eine oder andere von euch. Meinst Warm Bodies? Ganz genau, Warm Bodies. Was waren so, habt ihr euch den angeguckt und was waren so eure Ideen dazu? Also gesehen habe ich ihn nicht, aber den einen oder anderen Trailer dazu gesehen und ich weiß nicht, das ist schon eine merkwürdige Entwicklung von einem Zombie, beziehungsweise dem einen Zombie, der die Hauptrolle dann spielt. Früher waren sie dumm und langsam, dann wurden sie irgendwann schneller und intelligenter. Und auf einmal, das ist ja schon eigentlich ist es ja schon ein Mensch, wie er sich verhält. Nur eben sieht aus wie ein Zombie. Also es ist schon eine Grauzone, würde ich sagen. Ja, also ich habe den gesehen, weil ich gucke natürlich dann auch alles irgendwie, wo Zombie draufsteht.
Obwohl jetzt bei dem nicht Zombie draufsteht, sondern Bodies, aber es ist halt, ja, wirklich, da merkt man halt, wie sehr das Thema inzwischen im Mainstream angekommen ist, ne, weil es halt mehr so eine Teenie-Komödie ist, die Zombies, ich weiß nicht, ich möchte jetzt eigentlich nicht spoilern für die Leute, die ihn nicht gesehen haben, aber es ist halt schon wirklich, wie der Yannick sagte, dass sie sehr vermenschlicht sind, ne, der Hauptdarsteller, der denkt halt die ganze Zeit irgendwie auch, ne? Und man hört dann halt so seinen Gedankengang dabei. Und ja, die sehen auch nicht wirklich aus wie Zombies, ne? Die sind nicht gerade sehr angefressen, die sehen alle noch sehr gesund aus, vielleicht ein bisschen blass, ne? Aber ja, es ist kein Also, richtiger ohne jetzt Zombie-Film. so spoilern zu können, aber die können jetzt tatsächlich Sachen wie, also die Hauptperson kann tatsächlich ein bisschen versuchen zu sprechen. Sie kann filigrane Aktionen machen, wie eine Schallplatte auflegen. Und hatte eben auch, ich sag noch, vernünftige Gedankengänge. Ja, wobei das Sprechen kam vom Prinzip her ja auch erst, nachdem er das Gehirn von dem einen da gegessen hat. Genau, bei Ne? denen war das irgendwie, glaube ich, so wie eine Droge quasi. Dann hatten die so einen richtigen Rausch, wenn die sowas gegessen hatten. Genau. In dem Film war es dann halt tatsächlich auch so, dass die dann die Gehirne unbedingt haben wollten. Ne? Aber ja, ich glaube, dieses Essen des Gehirns, weil das ja der Freund von der Tante war, in der er sich dann da irgendwie verliebt hat, das hat dann, glaube ich, dann schon einiges von dem ausgelöst, ne? Weil er sich dann immer weiter dann auch entwickelt hat in die Richtung. Ja, genau, der hat ja auch die Gedanken und so weiter damit übernommen. Ja, aber ich meinte jetzt damit so, dass sich das mittlerweile doch so ein bisschen in diese ehemalige Vampirschiene entwickelt, was wir mittlerweile hier mitmachen. Und ja, fragen wir uns mal, ob die Zombies nicht auch irgendwann mal anfangen zu glitzern. Es gab aber noch einen guten Film, der das ähnlich gemacht hatte. Und da war es nämlich dann auch so, dass die Zombies tatsächlich alle anderen für krank gehalten haben und zwar relativ langsam waren und so weiter, aber für sie kam das immer vor, als wären die anderen alle nur total schnell und sie wären plötzlich super stark geworden und alles. Wie hieß der nochmal? Das war Moment. Den Film finde ich nochmal schnell raus, weil das ist auch eine Empfehlung. Google. Ah. Okay. So. So. Moment, den muss ich noch mal ganz schnell rausbringen. Ich kann dir da auch gerade nicht helfen, weil ich glaube, den kenne ich tatsächlich Den nicht. kennst du noch gar nicht. Okay, ich kann ja einfach noch mal ein bisschen dazu erzählen. Und zwar war das ein Zombie-Film. Da sind vier Leute in so einer Snackbar, war das, glaube ich, nee, in so einer Bowlingbar, sind die umgekommen, weil die ein neues Produkt ausprobiert haben. Das war eigentlich von einem Militärlastwagen so ein Fass und das wurde dummerweise zu dem Bierfässer mitgestellt. Und dann haben sie sich eben das Zeug reingepfiffen, lustigerweise mit Speiseeis zusammen, weil der eine irgendwie immer komische Essensexperimente gemacht haben. Deswegen haben die grünes Eis gegessen, sind dadurch gestorben und zu Zombies geworden. Und haben dann aber selber alles normal für sich miterlebt, haben aber alle anderen drumherum haben sie dann immer recht schnell miterlebt. Also die sind relativ schnell hin und her gelaufen und man konnte sie auch nicht verstehen, weil die für die immer so schnell gesprochen haben. Aber das kam eben durch deren Bewusstsein quasi, weil die natürlich ein ganz anderes Zeitgefühl hatten. Die haben sich also ganz langsam auch unterhalten und alles und mitbekommen. Und hinterher hat es dann sich erst für die rausgestellt, dass sie denn selber die Zombies sind und nicht alle anderen.
Aber mir fällt gerade echt der Name nicht ein. Ich werde es auf jeden Fall in die Beschreibung packen, wenn ich es hinterher Du raus habe. meinst Wasting Away, kann das sein? Das kann sein, ja, Wasting Away, okay. Ja, den habe ich noch auf der Liste, den habe ich noch nicht gesehen. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, der ist ganz gut. Also so, wenn du dir mal einen anderen, ich sag mal, einen Zombie-Film aus der anderen Perspektive angucken willst, ist der eigentlich richtig gut. Okay, dann werde ich das mal tun. Ja, okay, und schon wieder ist eine halbe Stunde vergangen. Und habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr noch besprechen wollt? Ich könnte noch Tage reden. Ja, das Thema ist ziemlich umfangreich. Aber das Auf Wichtigste hätten wir, würde ich sagen. die wichtigsten Sachen haben wir auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, 5 Minuten oder so können wir noch machen, wenn ihr jetzt noch unbedingt ein Thema besprechen wollt. Und da mutet sich gleich der Yannick. Also ich hätte jetzt nichts Bestimmtes, also ich weiß nicht, was du noch auf deinem Zettelchen da irgendwie stehen hast. Ich glaube, den Großteil habe ich tatsächlich so alle gemacht. Ich wollte jetzt persönlich nochmal über, ich sag mal, solche Spiele wie zum Beispiel Walking Dead reden. Da fand ich das nämlich sehr interessant, weil dort wirklich der Zombie ja mittlerweile nur noch eine Randerscheinung ist. Es geht ja wirklich jetzt nur noch um das, ich sag mal so ein bisschen um den Zusammenhalt in der Gruppe. Das heißt, selbst in der Apokalypse wird diese Apokalypse immer mehr nur noch zur Randerscheinung. Und das fand ich persönlich fand ich doch sehr interessant. Ja, das zieht sich ja durch den gesamten Walking Dead-Bereich irgendwie durch, ne? Also du hast es Ja, bei das in den ist ja auch Comics, in den in der Comics und in den Serie, Filmen ist es ne? genauso. Genau. Ja. Ist ja quasi eine Soap mit Zombies. Ja, eine Splitter-Soap. Oh. Wobei ich sagen muss, ja, jetzt Staffel 5 hat sich ja doch mittlerweile, ist es ein bisschen eingeebbt, aber ich finde es eigentlich gerade ganz gut, wie es bisher gelaufen ist. Ich fand es in manchen Teilen tatsächlich noch ein bisschen zu, ich sag mal, dramatisch, wie es jetzt in Folge, ich glaube in Staffel 3, glaube ich, das Finale war, mit diesem Forschungscenter. Ach, das Forschungscenter war in der ersten Staffel. Das war schon, ich dachte, das wäre irgendwie Finale, zweite Staffel oder dritte Staffel gewesen. Nee, Ja, nee. das fand ich persönlich da zum Beispiel schon ein bisschen over the top. Aber so an sich fand ich das schon ziemlich gut. Dieses generelle Feeling, was man so hatte, als die zum Beispiel da in ihrem, auf dem Campingplatz zum Beispiel hatten. Damals noch. Ja gut, das sind ja die ganz frühen Folgen, Ja, also. natürlich. Ja, also für mich hat sich die Serie so ein bisschen ja ins Negative entwickelt. Also ich mag sie zwar noch, aber die Macher schaffen es halt nicht mal eine komplett durchgängig gute Staffel irgendwie hinzubekommen. Ne, die zweite Hälfte wirkt immer irgendwie ein bisschen dran geschustert. Da sind dann viele Füllfolgen und nicht wirklich viel passiert. Ne, und so der große Knall, der kommt eigentlich immer in der Mitte der Staffel. Und man Ne, wo wartet dir meistens dann noch auf das Finale. genau, und das Finale ist dann wirklich nur noch so ein kleiner Cliffhanger irgendwie, um dich dann in die nächste Staffel zu locken. Ja, aber so mittendrin passiert dann halt meistens nicht so viel, ne? Die wandern dann wieder ein bisschen rum und mal hier ein bisschen Vorräte suchen, da mal einen Zombie irgendwie abmurksen. Ja, ab und zu Aber stirbt mal einer. ja. Aber ich fand es irgendwie ganz lustig. Jetzt aber nur so nebenbei, nicht wirklich wegen den Zombies, sondern dass jetzt der Schauspieler von Alle hassen Chris dabei ist. Den man damals noch als Kind quasi kannte. Wo er das Leben von Chris Tucker gespielt hat. Und jetzt ist er in der Zombie-Apokalypse. Das ist hier Der Noah. der Noah. Genau, der Noah. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, hast du vielleicht noch bestimmte Zombie-Filmtipps, die du geben könntest. Welche Zombie-Filme
müsste man noch mal gesehen haben. Wer ist denn du? Ich meinte jetzt dich. Ich hatte Okay. gerade ja noch direkt mit dir gesprochen. Ja, weil der Yannick hatte ja zwischendurch auch was gesagt. Vielleicht möchte der ja auch mal. Ja, natürlich die Klassiker, ne? Den ersten Zombie. Oder noch ein bisschen weiter zurück, Night of the Living Dead. Ne? Das sind ja so die, mit denen es wirklich losgegangen ist. Die auch noch die wirklich klassischen Zombies zeigen. Die sollte man als Zombie-Interessierter auf jeden Fall gesehen haben. Ja, darüber hinaus, ich meine, da gibt es dann die Remakes dazu, worüber sich die Leute so ein bisschen streiten, weil bei Dawn of the Dead, bei dem Remake von Zack Snyder, da kamen dann halt die schnellen Zombies irgendwie dazu, da haben sich die Massen aufgeregt, obwohl er eigentlich trotzdem ganz okay war. Und so Geheimtipps. Was ich ganz nett fand, war Fido. Das Fido? ist Fido, ja. Okay. Da geht's darum, dass die Menschen, die Zombies halt wie Haustiere oder Sklaven irgendwie halten. Ja, da hast du dann den Zombie, der bei dir den Rasen mäht, ne? Und da kommen dann halt so auch, fragen sich die Leute so, warum das so ist und dann geht es dann halt um das Thema Sklavenbefreiung. Ne, da sollen dann die Zombies befreit werden, damit die wieder für sich in Anführungszeichen leben können. Ne, das ist mal auch eine etwas interessante Perspektive. Und ansonsten mag ich ganz gerne eben auch die Komödien wie Zombieland oder Shaun of the Dead. Das sind dann auch ganz großartige Filme. Oh ja, das stimmt. Die habe ich auch beide gesehen. Die fand ich richtig gut. Und Yannick, du bist ja jetzt auch großer Spieler von Zombie-Spielen. Du hattest Also ja mir. auch, ja, du spielst ja H1Z1 zum Beispiel und Resident Evil. Walking Dead hattest du, glaube ich, auch mal vor. Ja, Walking Dead wollte ich auf jeden Fall auch noch spielen, zumal ich eben großer Fan von der Serie bin. Da mich auch jetzt mal neben den Zombies auch dieses Verhalten von Menschen in der Apokalypse interessiert. Also, ich finde als Verfilmung fast Walking Dead einer meiner persönlichen Favoriten, obwohl es jetzt kein Film ist. Dann eben noch die 28 Days Later und 28 Weeks Later Filme, da sie ja eben die Zombies schon das erste Mal so etwas anders dargestellt haben, vielleicht auch sogar realistischer dargestellt haben, eben schneller. Und ja, die Komödien gehen natürlich immer, die sind teilweise ziemlich lustig dargestellt, vor allem sehr ironisch auch. Und von den klassischen Zombie-Filmen, wie man sie kennt, Shaun of the Dead und Land of the Dead, da gibt es ja 100 Filme mit dem mit dem of the Dead am Ende. Die sind jetzt nicht so mein Fall. Das ist oft immer dasselbe. Ja, genau. Also du magst lieber die neuere Fassung der Zombie, Genau, der, ja ja. doch, der Zombie-Gattung. So ist es, ja. Und wie sieht es bei dir spieletechnisch aus? Gibt es bei dir da ein Zombie-Spiel, wo du sagst, das muss man auf jeden Fall mal gespielt haben? Also dieses Jahr hat mich das vorhin schon genannte, nicht zu nennende Spiel wirklich sehr überrascht, in dem eben dieses Parcours-Element vorhanden ist, was das wirklich sehr interessant macht. Und das muss ich sagen, gehört auch mittlerweile zu meinen Top 3 Horrorspielen, beziehungsweise auch Zombie-Spielen. Die ziemlich ähnliche Fassung des Spiels, die eben schon vorher rauskam, auch indiziert ist. Ich sag nur die Tote Insel. Die war natürlich auch nicht schlecht, aber das Spiel mit dem Parcours-Element, das hat mich schon sehr überzeugt und gehört auch momentan eigentlich, ja, das ist mein Lieblings-Zombie-Spiel, sage ich mal so. Okay, ja, ich glaube, dem kann ich mich anschließen, wobei ich natürlich das indizierte Spiel natürlich weder anpreisen möchte, noch dass ich es natürlich kenne. Ja. Kennen darf man das, wenn man Ken erwachsen ja, ist? du kannst es natürlich kennen, weil es vorher, vorher ja schon, bevor es indiziert wurde, ja auch schon Let's Played wurde und alles.
Du darfst es aber auch nicht mehr anpreisen, beziehungsweise du darfst es auch nicht, darfst natürlich auch nicht mehr irgendwo das groß bewerben. Richtig, das ist ja das Problem bei der Indizierung. Wobei mich da auch so ein bisschen, wobei es mich da schon so ein bisschen die Frage reizt, warum es überhaupt so groß indiziert wurde. Ich hatte persönlich gehört, dass es da irgendwas mit Kindern gab, weshalb das indiziert wurde. Da kann Wisst ich ihr da jetzt nichts irgendwas zu zu? sagen. Also warum jetzt genau, weiß ich nicht. Ist halt recht explizite Gewaltdarstellung. Du hast, wenn du da so einen Zombie richtig erwischt, dann gibt es dann so eine Röntgenansicht, wo dann gezeigt wird, welcher Halswirbel da jetzt gerade irgendwie durchknackt. Ne? Ist schon alles sehr detailliert. Ja, das Thema Indizierung und Jugendschutz wäre vielleicht eine nette Sache für eine ganz eigene Sendung. Da hätte ich auch ganz viel zu sagen, weil es ja halt doch, Die kann Liste man wird jetzt halt viel immer länger. schreiben. Schwieriges Thema. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber bei dem Spiel war es auf jeden Fall so, dass ich da aus der Quelle GameStar, beziehungsweise von Leuten aus der GameStar, da gehört habe, dass es tatsächlich aufgrund von vorkommenden Kindern in diesem Spiel indiziert wurde. Ja, aber dann würde ich sagen, jetzt geht das doch schon ein bisschen länger hier. Würde ich sagen, beenden wir mal diesen Podcast. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier wart. War eine ganz amüsante Zeit hier. Eine amüsierte Zeit, ja. Eine Ja, ganz gerne. amüsante Zeit hier. Und vielleicht hören wir ja noch mal voneinander. Sehr gerne. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen und wünsche auf jeden Fall schon mal allen viel Spaß mit den zukünftigen Zombie-Erfahrungen. Ja. Ja, wir bleiben am Ball. Ganz genau. Ja, und ihr da draußen, ihr vergesst natürlich nicht, bei den beiden auch auf die Kanäle zu gehen und euch die Videos dort mal anzuschauen und vielleicht auch mal den Abo-Button zu drücken. Und ich würde sagen, wir hören uns später. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.